Heute möchte ich euch mein Lieblings-Necromancer-Bild, und zwar den Knochenspeer-Bild, vorstellen, basierend auf dem Set Maskerade des brennenden Karnevals. Warum ist das mein Lieblingsbild? Das kann man solo pushen, das kann man in einer Gruppe spielen, das kann man als Speed-Bild spielen. Das ist wirklich wieder mal ein sehr, sehr umfangreiches Set. Was brauchen wir, um diesen wundervollen Knochenspeer-Necromancer zu spielen? Wir brauchen klar einmal das Set Maskerade des brennenden Karnevals. Und das Aukill-Set wird dieses noch ein bisschen ergänzen und uns noch ein bisschen buffen. Daintys Bindung als Gürtel immer sehr, sehr gut. Als Amulett haben wir Spukvision. Ring ist wie immer Zusammenkunft der Elemente, wie in jedem Video gesagt, einfach eines der besten Items in dem Spiel. Und Crispins Urteil als zweiten Ring. Als Waffe benutzen wir die Sense des Kreislaufs und verlorene Zeit ist in unserer Nebenhand geparkt. In den Cube kommen Maltorius versteinerte Stachel, Gelmendors Markschützer und der Ring des Prunkes. Den Ring des Prunkes brauchen wir natürlich, um Aukill-Set und Maskerade des brennenden Karnevals auf die entsprechenden hohen Boni zu bringen und alle Vorteile daraus zu ziehen. Unten in der Description findet ihr auch nochmal den Link zum D3-Planer. Da könnt ihr alles auch nochmal abgucken, euch die Skills auch nochmal genau anschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder schaut auf meinem Stream vorbei. Dienstags und freitags immer live auf Twitch und YouTube. Sucht euch die Plattform aus. Auf jeden Fall alle Kanäle abonnieren, damit ihr ja nichts verpasst. Als Skills benutzen wir natürlich den Knochenspeer. Das ist unser Main Damage. Da kommt der ganze Schaden her und den wollen wir über die ganze Karte schmeißen. Die Todessense nehmen wir mit, um Attack Speed und Mana herzustellen und noch schneller Speere schmeißen zu können. Blood Rush ist unser Movement Skill und hilft uns einfach von A nach B zu kommen oder auch gerne mal über Wände zu springen, immer sehr, sehr hilfreich. Die Knochenrüstung ist ganz klar einfach eine Rüstung, die brauchen wir, um ein bisschen mehr Schaden aufzuhalten und einfach ein bisschen länger zu leben. Als Fluch haben wir Altern dabei, der sorgt durch den Gürtel nochmal, dass wir weniger Schaden kriegen, also auch nochmal gerade fürs Pushen sehr, sehr wichtig. Und Simulacrum brauchen wir, um unsere zwei Buddies zu beschwören. Das Gameplay ist auch wirklich sehr leicht. Das Bild ist wirklich sehr, sehr einfach zu spielen. Das erste, was ihr macht, ist, ihr wollt eure Knochenrüstung auf 10 hochstacken. Das heißt, ihr sucht euch die erste Gruppe Monster, drückt Knochenrüstung, habt eventuell schon 10 Stacks. Nehmt erstmal auf jeden Fall das, was ihr nehmen könnt. Gerade wenn ihr hohe GRs pusht, ist jeder Rüstungsstack wichtig. Deswegen spätestens im zweiten Stack solltet ihr auf die 10 kommen und dann seid ihr auch für alles gewappnet. Dann wollt ihr natürlich auch die Monster sofort mit dem Fluch Altern belegen, damit ihr die Damage Reduction über Daintys Bindung, dem Gürtel, bekommt, damit ihr nicht sofort umkippt, wenn euch dann mal so ein 120er Trash-Mob anguckt. Habt ihr eure Knochenrüstung gesteckt und seid fleißig dabei, Gegner zu verfluchen, dann sucht ihr natürlich das erste Elite-Pack. Elite-Pack ist natürlich Bread and Butter für GRs pushen, damit wir schön ordentlich Fortschritt bekommen. Und den Trash kann man natürlich auch immer mitnehmen. Wenn wir dann das erste Elite-Pack gefunden haben, dann wollen wir Simulacrum aktivieren, um unsere Buddies zu beschwören. Spätestens dann anfangen, unsere Todessense zu benutzen. Die wird auch von unseren Buddies benutzt. Das heißt, Attack Speed wird nochmal schneller hochgestackt und ihr stellt dann auch mehr Essence. Durch den legendären Zeitgem wollt ihr möglichst weit wegstehen, denn damit macht ihr mehr Schaden. Das heißt, ihr stellt euch auf eine Seite, das Elite-Pack auf die andere Seite des Bildschirmes und ihr schmeißt die Sperre rüber, bis das Elite-Pack tot ist und sammelt deren Eingeweide ein und die Fortschrittskugeln, die sind ganz schön nice. Und ansonsten benutzt ihr Blood Rush, um von A nach B zu kommen, über Wände zu springen, über Klippen zu springen, um einfach noch schneller den nächsten Pylon zu finden. Und das war's auch schon. Ein sehr, wirklich sehr, sehr einfaches, sehr vielfältiges Bild, eine super Sache für alle, die später in der Season den Zauberer pushen wollen. Ansonsten schaut euch noch hier den Rest des Gameplays an. Ich melde mich kurz zum Ende nochmal des Videos. Habt ihr euch auch schon immer gefragt, Mann, der Typ hat einen echt langen Bart und der sieht echt gut aus. Wie kann man das schaffen? Wie schafft man das? Das ist ganz einfach. Um die Länge des Bartes genauso schön und prachtvoll hinzukriegen, wie ich es habe, müsst ihr einfach den Kanal abonnieren. Es kostet euch nichts und Tag für Tag werden euch mehr längere Barthaare wachsen, bis ihr irgendwann den
vollen Bart habt und somit die Macht des Bartes. Um den Bart auch genauso geschmeidig zu machen, wie er ist, und schön flauschig zu machen, sodass die Ladies drauf stehen, müsst ihr die Glocke abonnieren. Auch ganz einfach. Es kostet euch gar nichts. Es ist Passive Income. Es ist quasi plus 5 Mainstat. Es ist einfach noch ein Paragon-Level obendrauf. Einfach abonnieren den Kanal, die Glocke aktivieren und schon profitieren wir alle davon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr besonders toll fandet oder was ihr als nächstes sehen wollt. Weitere Builds folgen zu den weiteren Klassen. Ansonsten findet ihr hier noch ein Video, was euch der Algorithmus vorschlägt. Das heißt, ihr findet das Video toll und ihr solltet wirklich darauf klicken und euch das angucken. Und dann auch das gleiche nochmal machen, abonnieren und liken und so weiter. Ihr wisst, wie das geht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Peace out.